Ja, Freunde, nach langer Zeit sind wir mal wieder live auf Twitch. Diesmal mit meiner besseren Hälfte, mit am Snizzle-Monizzle. Wir gönnen uns ein Video von Wash mit dem Titel Der Ramadan-Kalender. Wie 30 Influencer Ramadan für Fame ausnutzen. Und naja, die scheinen wohl nicht die einzigen zu sein, die sowas machen. Und ihr habt es ja mit Sicherheit mitgekriegt, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Da gibt es noch eine andere Person, ich habe ihren Namen wieder vergessen. Die Freundin von Daniel Perser, die jetzt auch vor einiger Zeit auf Moslem gemacht hatte und übelste Reichweite dadurch generiert hat. So, das scheint so eine Art Trend zu sein. Schauen wir uns mal diesen Trend an und ich würde mal sagen, auf neutralen, entspannten, zurücklehnenden Hasen, let's go. Sachtain, ich war eine Woche weg. Das lag zum einen daran, dass ich erkältet war und zum anderen daran, dass ich keine Lust hatte. YouTube Deutschland ist dieses andere Tod. Wirklich, ich glaube, es gab selten eine Phase, wo ich gar keine Lust hatte, irgendwelche Themen zu behandeln, weil ich es allgemein nicht mag, irgendwas auf Krampf zu machen. Wenn YouTube tot ist, müssen wir eben auf andere Plattformen rübergehen. Nämlich habe ich mitbekommen, wie Influencerinnen aus Deutschland so schlau waren, um einen Ramadan-Kalender zu machen. Was stellt ihr euch unter einem Ramadan-Kalender vor? Vielleicht lasse ich ein paar Influencer zusammensetzen, um Spenden zu sammeln, um diese Spenden dann an bedürftige Menschen zu spenden. Das könnte man sich darunter vorstellen. Was machen diese Leute aber? Sie machen Werbung für die Influencer. Und wie findet das Ganze statt? Ich erkläre es euch mal anhand eines Beispiels. Stellen wir uns mal 30 Influencer vor. Diese Influencer haben eine Gruppe auf WhatsApp und machen erstmal aus, dass sie im heiligen Monat Ramadan so eine Sache starten werden. Guter Zweck, ich sehe nichts davon. Jeder von diesen Influencern schreibt einen eigenen Steckbrief für sich selbst und beschreibt sich dabei mit sehr, sehr guten Eigenschaften. Was... Junge, das wird wieder so einer dieser anderen unangenehmen Fälle. Diese Influencer an fragwürdigen Aktionen gerissen haben, wird natürlich außen vor gelassen. Und man spricht nur über die guten Sachen. Okay, und nachdem diese Steckbriefe geschrieben wurden, startet der Ramadan-Kalender. Jeden Tag wird eine Influencerin auf Insta markiert und man spricht von ihr so gut wie möglich. Damit die ganzen anderen Follower rübergehen, um den anderen Influencern zu folgen. Und wie generiert man dabei die meiste Reichweite, indem man das mit Giveaways verbindet? Die haben hier einen Fall von, man verwechselt Ramadan mit Weihnachten. Doch jetzt ist die wichtigste Frage. Wofür ist Ramadan da und kann man diesen Kalender überhaupt mit Ramadan verbinden? Dafür schauen wir uns erstmal eine kleine Erklärung an, wofür Ramadan da ist. Das Fasten ist die dritte von fünf Säulen im Islam. Das eigentliche Ziel des Fastens ist, Gottes Anerkennung zu erlangen. Deshalb wird am Tag sowohl keine Nahrung aufgenommen, als auch die Enthaltsamkeit des Menschen dargelegt. Für alles gibt es eine Spende und die Spende des Körpers ist das Fasten. Durch Zekat, die Pflichtgabe, reinigt der Mensch sein Vermögen und durch das Fasten seinen Körper. Denn während dieser Zeit bemüht der Gläubige sich von unreinen Gedanken loszureißen. Hier haben wir auch die Möglichkeit, unsere Dankbarkeit an Gott für seinen unendlichen Segen zu beweisen. Falls ihr euch fragt, was er damit meinte, mit Spenden. Es gibt Spenden in allerlei Formen und bei uns im Iran ist das zum Beispiel so, diejenigen, die wirklich Geld haben, denen es, sage ich mal, finanziell nicht so schlecht geht, die kochen über den Tag hinweg geiles Essen, gehen vor die Tür auf die Straße, bauen da einen Tisch auf und dann gibt es da Essen und solche Tische gibt es überall. Und die Menschen, die weniger Geld haben, die sich vielleicht nicht jeden Tag Fleisch leisten können oder allgemein gutes Essen, gehen dahin und bedienen sich an diesen Tischen. Die Menschen unterstützen sich gegenseitig, man gibt was Gutes und kriegt dann automatisch was Gutes zurückmäßig. Also in dem Sinne ist das ein wirklich schöner Monat, auch für diejenigen, die, sage ich mal, für die das restliche Jahr über hinweg die Monate nicht so schön sind. Also nochmal, das eigentliche Ziel des Fastens ist, Gottes Anerkennung zu erlangen. Wieso nutzt man also diesen Monat aus, um so viel Reichweite wie möglich zu machen und vor allem das noch zu verbinden mit lächerlichen Gewinnspielen? Ich möchte das aber mit einem Beispiel erläutern, damit ihr sehen könnt, wie ekelhaft diese Influencerinnen sind, um so einen wichtigen und heiligen Monat für die Muslime auszunutzen, um den höchstmöglichen Profit schlagen zu können. Dafür habe ich die bekannte Influencerin Zara Secret als Beispiel genommen, um euch mal zu demonstrieren, wie krass diese Influencer das durchziehen. Liebe Sarah dran und wir schicken uns ja in der Gruppe. Wir haben eine Gruppe gemacht und wir schicken uns ja da rein immer unsere Steckbriefe. Und bei ihrem Steckbrief ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ja, so richtig so einfach nur baff, wie viel sie in ihren jungen Jahren schon erlebt hat erstens und geschafft hat. Sie hat einfach immer 5 GmbHs gegründet, gibt auch Tipps für Finanzen, Mindset und so weiter und ist gerade dabei, ihr Traumhaus zu bauen. Und wie ihr sehen konntet, hat diese Frau verraten, dass sie eine Gruppe haben und jeder von denen einen Steckbrief geschrieben hat. Das heißt, jeden Tag bekommt man einen vorgeschriebenen Text, den jeder dieser Influencerinnen einfach aufsagt und dabei die andere Influencerin, die an diesem Tag dran ist, im Kalender in die Story verlinkt. Man denkt einfach beim Erzählen, dass die anderen Influencerinnen ein Bewerbungsgespräch für Zara Secret machen. Die zählen einfach alle Eigenschaften auf, die toll an Zara sind. Und das Geilste daran ist, dass jeder, den ihr gleich hören werdet, genau dasselbe sagt. Es kommt im ersten Moment sehr, sehr überzeugend vor. Vertraut mir, sehr, sehr überzeugend.
überzeugend. Aber wenn man sich da mal ransetzen würde und sich anschauen würde, wie jeder der Influencerinnen in diesem Projekt genau dasselbe sagt, dann fühlt man sich irgendwo auch verarscht. Hat jeder dieselbe Meinung über Zara oder warum sagt jeder genau dasselbe über Zara? Dass man den Ramadan genau dafür ausnutzt, um die Reichweite zu maximieren, ist schon sehr ekelhaft, finde ich nicht. Und ich habe da noch eine Frage. Wie minder bemittelt muss man sein, um 30 Influencerinnen zusammenkommen zu können, die sich dann zusammentun, um das Fame untereinander aufzuteilen? Und das Beste ist, sie verstecken das, indem sie sagen, dass diese ganze Werbung ein Ramadan-Kalender ist. Ja, das ist halt so krank. Hat gerade Mr. Nice auch was Richtiges geschrieben. Das ist Prahlerei pur und das war nicht Mr. Nice, sondern Mystery Detective. Mystery Detective, sorry. Sollte so sein, natürlich. Ja, natürlich, wie gesagt, das sind halt Influencer. Was habt ihr erwartet? Bei denen geht's nur um Profit, bei denen geht's nur um Reichweitenoptimierung. Egal, was jetzt demnächst noch kommen wird. Glaubt mir, wenn irgendwelche jüdischen Feiertage kommen, werden die diese auch ausnutzen. Für die gelten alle Feiertage. Hauptsache, man hat einen Grund, irgendwelche Leute, die, sag ich mal, an etwas glauben, woran die selber nicht glauben, die das veranstalten, ja, die an etwas glauben, damit anzulocken, so mäßig wie Fliegen, so irgendwelche Mücken etc. durch Licht, ja, die ziehen die an und mäßig erhöhen dadurch ihre eigene Reichweite, also profitieren davon am Ende des Tages. Naja, was soll ich euch dazu sagen? Irgendwo muss man ein Gewissen haben, aber diese Wesen scheinen keinen zu haben. Die haben ja schon andere, schlimmere Sachen schon abgezogen. Ja, diese nutzen nicht nur den Ramadan aus für Fame, sondern auch den Islam, nur um damit Profit schlagen zu können. Diese Frauen sind also kein Stück besser als Lena Glams. Nummer 4 gehört heute der lieben Sarah. Sarah Secret hier auf Instagram, die hier aber erst seit 2 Jahren richtig aktiv ist. Eine Unternehmerin durch und durch, hat 5 GmbHs gegründet, nimmt euch mit im Alltag rund um Beauty, nimmt sie euch auch mit bei ihrem Traumobjekt, den sie jetzt neulich gekauft hat. Ihr Haus wird nämlich in 2 Monaten fertig sein, hier in Deutschland. Und ich blende euch mal einen Einblick ein, wie das Ganze ausschauen wird. Ich bin so mega gespannt. Ein Gewinnspiel hat sie auch für euch. Warte, da machen 30 Leute mit. Im Endeffekt kriegen alle 30 einen Push. Das geht ja 30 Tage. Ja. Junge, was ist das für eine perfide Masche? Wie kommt man auf sowas? Guck mal, wie gerissen die sind. Eigentlich müsste man vor denen den Hut ziehen und sich nur denken, Junge, ihr seid fast so dreckig und ekelhaft wie die ganzen Politiker oder Top-Manager in Banken, ja, oder in der Pharmaindustrie. Ihr seid richtige Lobbyisten, wisst ihr. Ja, die sollten Politiker werden, so gerissen wie diese. Und da kommt das nächste. Alle diese Influencerinnen starten im Anlass zu diesem Ramadan-Kalender auch ein Gewinnspiel. Zum Beispiel Sarah Secret, wie die Frau, die sie in die Story verlinkt hatte, schon meinte, gibt es ein Gewinnspiel bei ihr. Sarah Secret hat dazu einen Post gemacht und ich lese euch mal vor, was sie geschrieben hat. Hey ihr Lieben, in erster Linie möchte ich dennoch sagen, dass ich ein Dankeschön nicht in materieller Form ausdrücken muss. Dennoch möchte ich zum Anlass von Ramadan auch euch eine kleine Freude bereiten. Natürlich muss man ihr folgen, ihre letzten 3 Bilder liken, kommentieren und 2 Leute markieren. Meint ihr, dass normale Leute ihr auch folgen würden, wegen ihrer Tipps und weil sie so eine tolle Independent Woman ist? Oder eher, weil sie etwas gewinnen wollen? Und glaubt ihr wirklich, dass sie ein Giveaway macht, um den Leuten was Gutes zu tun? Ey, ich fick grad mein Leben. Wer fällt denn noch auf sowas rein? Folgt mir, like meine letzten 3 Bilder, halt küsst meine Eichel. Die Frage ist halt auch immer einfach, geben die wirklich sowas raus? Sowas wird dir nie gezeigt. Weißt du, was ich meine bei solchen Gewinnspielen? Die Gewinner. Scheiß mal darauf, ob das gegeben wird oder nicht. Ich sag ja allein nur, die, aber ja, das kommt ja auch noch oben drauf. Das ist ja trotzdem dann eine Lüge. Das ist, und ja, das auch kommt ja auch noch. Überprüft wird das sowieso nicht. Ja, total. Es ist so krank. Und dann dieses, ich will euch was Gutes tun, aber vorher tut ihr mir was Gutes. Folgt mir, like meine letzten 3 Bilder. Schaut am besten alle meine Videos zu 100%, markiert 5000 Freunde, folgt noch den 20 Leuten, die ich da verlinkt habe und dann dreht euch 3-mal im Kreis und versucht eure Eichel. Egal, komm. Oder weil es die meiste Reichweite bringt, weil 30 Influencerinnen sie markieren. Fragen über Fragen. Aber falls ihr dachtet, dass so 2 Influencerinnen genau dasselbe gesagt haben, dann folgt jetzt wirklich das Peinlichste, nämlich ein Zusammenschnitt von ein paar dieser Influencer und wie die alle genau dasselbe gesagt haben. Falls ihr mir nicht glaubt, dann gönnt euch bitte. Heute ist mein Baby Zara dran und ihr kennt ja alle Zara, also zur Zeit dreht ihre Seite durch, allein schon, dass sie ihr Haus gerade baut, so, und die Leute sich denken, was ist das für ein Haus mit Pool, mit das, dies, ihr Kleiderschrank ist so groß wie unser Laden, also es ist so krank, was sie sich schon alles aufgebaut hat, abgesehen mal davon, dass sie durch und durch eine Businessfrau ist, euch in ihren Lifestyle mitnimmt, Real Talks mit euch führt, ständig live kommt und über Finanzen mit euch redet, ist sie einer der nettesten Menschen. Gerade viel Interior Stuff, da sie gerade ihr Traumhaus baut und sie nimmt euch da mit in ihren Stories und zeigt euch das Ganze
Fresse und ich zeige euch mal, wie das hier ungefähr aussieht und crazy. Dran von unserem Ramadan-Kalender und das ist die liebe Zara. Sie ist 27 Jahre jung, erfolgreiche Unternehmerin neben Instagram. Sie gibt ganz viele tolle Tipps zum Thema Finanzen, Mindset und Startup. 5 GmbHs hat und ganz viel über Mindset, Lifestyle erzählt. Als ich auf dem Weg mache, dachte ich, wir öffnen das Kalender natürlich in Nummer 4. Da versteckt sich die liebe Zara, unter anderem auch bekannt als Zara Secret. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie. Sie zeigt ganz viel Lifestyle, sie reist sehr, sehr viel. Dann ist ihr Traumhaus auch fertig in Schottland. Sie nimmt bei ihrem Projekt Traumhaus ihre Follower mit. Es gibt also viel Interior, aber auch eine super starke, sympathische, humorvolle Powerfrau. Geschäftsfrau durch und durch. Sie hat einfach 5 GmbHs gegründet und kann uns da auf jeden Fall die ein oder anderen Tipps und Tricks mitgeben. Außerdem baut sie gerade ihr Traumhaus und Leute, ich brauche nicht viel sagen, die Bilder sprechen für sich. Inspos finden wie Beauty, Fashion, Lifestyle und sie ist auch eine gestandene Geschäftsfrau, hat einige GmbHs gegründet und ihr könnt euch davon natürlich inspirieren lassen. Sie verwirklicht gerade ihren Traum von Haus. Ich habe sie hier bei einem Event kennengelernt, also in Istanbul, und sie ist so eine liebe Person. Und Leute, sie ist eine richtig krasse Businesswoman, also richtig, richtig krass. Weiter mit unserem Ramadan-Kalender und heute ist Nummer 4 dran und zwar die Zara. Ich verlinke sie euch einmal hier, falls ihr sie noch nicht kennen solltet. Zara macht nicht nur Beauty, Lifestyle und Fashion-Content, sondern sie macht auch viel zum Thema Mindset und Business. Sie teilt jede Woche auch immer ihre Business-Tipps oder Tipps zu Finanzen. Ganzen Stress von ihren eigenen Firmen baut sie übrigens gerade auch ihr Traumhaus in Frankfurt zu Ende. Also das soll so in... Was baut sie gerade zurzeit? Ich habe das nicht Traumhaus, ganz mitgekriegt. Ihr Traumhaus. Ich sie baut ein Haus. Ich kenne diese Zara Secret gar nicht. Ich kenne die alle da nicht. Wer ist das? Kennst du die? So. Kennst du die denn? Wen? Zara? Klar kenne ich die. Woher kennst du? Ich kenne die gar nicht. Als ob du die nicht kennst. Was sag ich, kenne die? Die war damals, hat sie sich immer reingeschlichen in irgendwelche Straßenvideos, dass man sie sieht. Dann hat man die immer bei Leon Lovelock gesehen. So gemacht, nein, die war immer so komischerweise da, wenn irgendwelche Straßenvideos gedreht und dann immer so. Okay. Ich hab grad keine Zeit, ich hab voll viel zu tun, aber komm, für ein einstündiges Kleiderschen mit dir habe ich auf jeden Fall Zeit. Schatz, ich musste ganz dann hatte sie sagen, ein ich Interview gerade und so. Gar keine Zeit, mit dir ein Video zu drehen, aber für dich mache ich das. Ja, ihr wisst bestimmt. 2 Monaten fertig sein und da nimmt sie einen auch immer in den Stories mit, also da könnt ihr auch vorbeischauen. Meiner Meinung nach ist das wirklich alles andere als gut. Wenn man sowas außerhalb von Ramadan machen würde oder es zumindest nicht Ramadan-Kalender nennen würde, wäre daran nichts Verwerfliches. Aber dass man da explizit den Ramadan erwähnen muss, sowohl im Kalender selbst als auch im Giveaway, um den meisten Profit schlagen zu können, ist meiner Meinung nach sehr verwerflich. Macht euren Kalender, aber nutzt dafür nicht den wichtigsten Monat für die Moslems und allgemein den Islam aus. Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Aber da würde mich wie immer eure Meinung interessieren. Was ist eure Meinung zum Ramadan-Kalender? Findet ihr das gut oder seht ihr das wie ich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind naja, wie wir das sehen, wisst ihr, war ein starkes Video. Ja, muss man sagen. War mal schön, das zu sehen, wie perfide einige Leute wirklich an diese ganze Sache rangehen. Und scheiß mal jetzt da drauf, ob die jetzt den Ramadan ausnutzen oder nicht. Ich finde allgemein dieses ganze Betrügen der Zuschauer wirklich, wirklich ekelhaft. Egal auf wessen Nacken man das macht. Aber naja, da es jetzt gerade so gut passt und da das wohl ein Hobby von vielen Leuten zu sein scheint, dieses mäßige, wir nutzen das aus, wir nutzen dies aus, ja, fehlt nur noch, dass es irgendwo irgendwelche Opfer gibt, ja, und die machen daraus auch einen Kalender. Mäßig, es gab irgendwo 50 Opfer bei irgendeinem Anschlag und die sagen, ah, wir haben jetzt 50 Türen und gucken wir mal, wer hinter den Türen sind. So perfide. Glaub mir, das entwickelt sich irgendwann auch in diese Richtung. Naja, so viel zu dem Video, Freunde.